Du willst wissen, was sich hinter meinem Rücken befindet und was hier ab sofort im Edeka erhältlich ist? Dann bleib dran! Einfach campen, unsere Tour kennt keine Grenzen. Auf dem Platz sind wir Legenden. Wir wenden den Camper im Wendekreis zu campen. Mit Bobo sind wir am Lenken und sie grüßen von den Bänken mit ihren Händen. Hey Camper, ist Campingzeit, oh Camper. Ich melde mich auch mal zu Wort. Wir sind wieder mit dem A-Hörnchen unterwegs. Ich glaube, das ist gängig A-Hörnchen, oder? Das ist so ein Spitzname von Ahorn. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt verletzt fühlen. Das ist auf jeden Fall nicht böse gemeint. Ich finde Eichhörnchen ganz süß, ne? Und genau. Ach so. Ja, wir sind auf jeden Fall unterwegs. Wie ihr seht, kreuz und quer durch Deutschland, in Frankfurt gelandet, schon am Ruhrgebiet vorbei. Wir haben mittlerweile schon echt viele Zuschauer privat getroffen. Ja, schöne Grüße. Hat den Hintergrund. Und wir haben ja schon mittlerweile, wie jeder weiß, sind wir Aquariumberater. Damit dem Thema brauchen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Also, ja, ne? Von daher haben wir aber einige Zuschauer, die sich auch für den Aquarium interessiert haben, die sich den geholt haben, die gesagt haben, Mensch, wir wollen eine Unterschrift gerne haben. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal in Deutschland sind, dann werden wir das ermöglichen. Und wir halten auch unser Wort und von daher haben wir hier und da Zuschauer besucht und haben dort unterschrieben, haben aber jetzt nicht überall die Kamera gezückt, weil wir ja natürlich jetzt nicht irgendwie aufdringlich sein wollen. Aber wir können es euch mal einblenden, bei welchen, da haben wir es gemacht. Das spielen wir euch jetzt einfach mal ein. Gerade eben bei dem Ulrich und der Karin, liebe Grüße, die stehen hier gerade eben im Hintergrund. Die wollen jetzt nicht davor sein, aber wir haben ja ein Edding dabei und deswegen wollen wir natürlich unterschreiben. Komm mal mit, lieber Ulrich. Wir haben jetzt das Glück, am besten das Teil so ein bisschen mal anschrägen festhalten. Und wir machen es auch ganz dezent hier ja, unten hin. Ja, nur da unten. Ne? Und, mach nicht so lang. Ja, also du fängst weiter nach links an, damit ich Platz habe. Hier, oder? Ja, bitte da so, weil sonst muss ich meinen Mops. Du lernst nicht drauf. Oh Gott. Warum? Das sieht doch schön. Sieht nicht gut aus. Ja, sieht schön aus. Das sieht gut aus, oder? Eieiei. So, jetzt du mit rechts. Ich darf den Milo auch nicht nehmen, wir sind jetzt schon länger hier, weil dann wird er rumknöpfen. Nimm ihn musst mal. Ich halte das mal fest. Nee. So geht's nicht. Bitte versuch ihn einmal zu nehmen. Jetzt seht ihr mal, wie die Realität aussieht, mit dem Edding angemalt zu werden. Und so, geht's los. Bitte, los. Ich hab ihn festgestellt. Ja. Eine Aussicht von hier hinten. Ich habe das Gefühl, ich sitze mit in der ersten Reihe, der Kleine schläft gerade und ja, ich kann hier schön gucken, das finde ich auf jeden Fall ganz toll. Und wie ihr seht, der Illo ist am Schalten, ist ja gar kein Schalter gewöhnt, aber ich glaube, du hast mir gesagt, du bist ganz zufrieden mit, was ist das nochmal? Renault, ne? Erzähl doch mal. Ja, kurzes Feedback. Ja, ganz kurz. Ja, ich hatte ja damals beim Möbel ausliefern, hatte ich ja schon Erfahrung mit Mercedes, wir hatten dort auch einen VW. Wir hatten auch mal den Ford, hatten wir tatsächlich mal getestet, aber klar, Fiat ist auch cool, jetzt was Neues mit Renault. Ja, mal auch, also ich bin echt begeistert, also man sitzt halt sehr, sehr gemütlich, aber ich glaube, dazu kommen wir tatsächlich wirklich, wenn wir das Fahrzeug abgeben. Wir haben ja auch einige Features kennengelernt, wo wir erst dachten so, oh je, was ist das denn, wie ist das geplant und waren dann doch überrascht, dass es dann doch gut umgesetzt ist. Ja, da haben wir erstmal gemerkt, was für Amateure wir doch sind mit irgendeinem Licht. Wir standen hier irgendwie halb, entweder, ich sag mal so viel, im Dunkeln oder ganz im Hellen. Aber mittlerweile haben wir den Dreh raus. Ja, die Heckgarage, wir haben etwas aufgeladen und wir sind auf dem Weg nach... Ja, nach Borken, also sehr zentral in Kassel. Wir waren damals auch, wie heißt es nochmal mit diesen Wasserspielen? Ja, genau, in der Kasseler Wasserspiele oder so waren wir. Das Video können wir euch mal gerne verlinken. Das war echt toll dort. Also wenn ihr mal in der Nähe seid und mal was vorhabt, geht doch mal dahin, das ist auch kostenlos, meine ich, gewesen. Das war ganz toll gewesen, das Video könnt ihr euch angucken. Ja, und wir fahren nach Kassel mit dem Hintergrund. Auch da haben wir eine Zuschauerin oder ein Zuschauerpärchen, die sich ein Aquarium geholt haben. A, sollen wir dort noch unterschreiben, das heißt, wir halten dort auch unser Wort. Und B, haben die noch was anderes. Boah, und deswegen haben wir etwas in der Heckgarage und dazu kommen wir noch später. Also wir finden es auf jeden Fall sehr interessant und ihr bleibt doch einfach mal dran. Heute sind wir der Weihnachtsmann. Genau.
Ja, da sind wir wieder komplett in unserem Element. Und das ist genau das, was ich am Camp am meisten liebe. Wir fahren einfach gestern los. Wir fahren hier in die Stadt Borken. Ich meine, das haben wir schon gesagt. Wir kommen hier beim Edeka, bei unseren Zuschauern. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Nicole und Dieter, die dann abends gesagt haben, hey, hier vorne gibt es einen richtig schönen Badesee. Der ganze nennt sich hier Stockelasche, falls jemanden es interessiert. Und da könnte super stehen. Und wir kamen ja an mit dem Kompromiss, okay, dann stehen wir eine Nacht auf dem Parkplatz bei Edeka mitten in der Innenstadt. Und die sagten, nein, bloß nicht, das wollt ihr gar nicht. Hier kommt abends oder nachts irgendwann der LKW an mit der frischen Ware. Und dann sagten sie, hier, ey, guckt euch das mal an, hier könnte stehen. Und gestern Abend war es dunkel, wo wir angekommen sind. Wir wussten gar nicht, wo wir sind. Jetzt bin ich gerade eben mal zu der Kassiererin hin. Ich sage, ja, entschuldigen Sie bitte, wir sind hier mit einem Wohnmobil und dürfte ich mal gucken? Wir würden hier eventuell rein. Und die sagt, ja klar, gehen Sie rein, können Sie sich das angucken. Haben Sie Spaß dabei? Und das Ganze sieht natürlich super verlockend hier aus. Also ja, und das ist wieder das Deutschland, was ich auch liebe und mag. Und es gibt ja auch Badeseen und finde ich total klasse. Und ich glaube, wenn die Kinder das sehen, ne, und ich kann euch sagen, wir haben Badesachen natürlich immer dabei. So viel ist klar und ich habe Karten für ein BVB für heute Abend ein Spiel, also deswegen, es ist 10 Uhr, aber ja, vielleicht kann man hier noch ein, zwei Stunden hin, hier mit den Kindern. Ich glaube, da würde jeder auf seine Qualität kommen oder ja, auf jeden Fall zufrieden sein. Und Füße ins Wasser habe ich schon gehalten, 23 Grad, ja, was ist das denn nicht schön? So, jetzt wollen wir aber zum Edeka. Ja, Mops, jetzt sind wir endlich hier. Über ein Jahr haben wir gewartet. Wir dachten, wann kommt es denn endlich? Jetzt sind wir da. Ja, es gibt es jetzt hier verfügbar im Edeka Alter in Borken bei Hessen für diejenigen. Falls ihr vielleicht in der Nähe wohnt oder so, kommt doch mal her und probiert es einfach mal. Es gibt jetzt das passende Getränk für die Camper. Zum Namen kommen wir gleich noch. Und zwar beobachten wir immer wieder die Camper. Sie sitzen zu Hause, trinken Wein. Sie sitzen beim Campen und trinken Wein. Sie sitzen auf ihrer Parzelle und trinken Wein. Und jetzt gibt es die Camperbrause. Wow. Ja, uns ist es gelungen, eine Kooperation zu starten, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und es gibt eine limitierte Ille und Mops Camperbrause Edition. Die wird es jetzt hier geben und wir zeigen sie euch mal. Ja, man sieht's, wir haben hier mega Spaß. Gerade eben hier das Regal aufgebaut. Ja, du hast tatsächlich schon ein paar Flaschen hier tatsächlich an den Mann gebracht. Also die Interesse ist riesengroß. Ja. Ne? Also hier vorne die gute Probeflasche. Wir lassen natürlich auch hier probieren, ist doch logisch. Ja, ein kleines Schlückchen, das geht. Ne? Wir haben hier eine richtig geile Sause mit der Camperbrause. Und wir freuen uns hier. Wir haben dieses Regal aufgestellt. Wir haben das hier bestückt. Wir finden, das sieht so ganz nett aus. Und ja. Und uns haben ein paar Leute das schon aus den Händen gerissen, haben gesagt, oh Mensch, das ist ja cool, ich bin auch Camper und sind ganz neugierig. Und das schmeckt auch wirklich super, von daher freuen wir uns darüber. Und ja, es ist hier eingezogen und das Tolle ist, ich sage euch vielleicht mal ein paar Infos. Und zwar kommt dieses Getränk von einer Winzerfamilie, die über mehrere Generationen Erfahrung haben mit Wein. Die kommen aus dem Rheingau und das ist eines der renommiertesten Weinbaugebiete der Welt. Ja, für diejenigen, die vielleicht nicht hier in der Nähe wohnen, ihr habt auch die Möglichkeit, das Getränk online zu kaufen, weil nicht jeder wohnt vielleicht hier in der Nähe oder hat die Möglichkeit. Deswegen könnt ihr es auch gerne online holen. Und vielleicht noch an unsere Zuschauer, hast du vielleicht auch ein Geschäft und möchtest dieses Produkt in dein Sortiment aufnehmen, kannst du gerne dich auch an uns wenden und dann kommen wir vielleicht auch bei dir vorbei und stellen es bei dir auf. Auf los geht's los, lass uns einfach fliegen mit den Finger um die Welt. Die Karte ist so groß, lass uns was finden, was gefällt. Auf los geht's los, komm ich hol dich hoch, raus aus deiner Wohnung, komm auf los geht's los.
Ja, das war ja jetzt mal eine richtig harte Fahrt, aber ich bin genau hier bei meinem Kumpel in Dortmund und ich drehe mal so das T-Shirt. Ich freue mich schon, jetzt geht's tatsächlich ins Stadion. Wir wechseln jetzt hier die Route, der Mian geht nach hinten und der Milo, der geht nämlich nach vorne. Ich hatte nämlich hier bei dem Renault gesehen, es gibt ja manche Autos, die können ja den Airbag ein- und ausstellen. Deswegen stellen wir das Teil jetzt mal auf aus. Und ja, so kann der Milo natürlich auch mal hier vorne sitzen. Also wenn er dann ein bisschen quengelt, dann kann Mops ihn sehr gut beruhigen. Ja, mein Kumpel ist dann doch noch nicht da. Ist noch ein bisschen Wartezeit. Kann ich natürlich ein bisschen die Zeit mit meinem kleinen Schätzchen hier genießen. Wir sind wieder zurück im Ruhrgebiet. Da, wo wir natürlich herkommen. Da, wo der BVB spielt. Natürlich auch Bochum spielt oder Schalke eigentlich. Ich habe da keine Wertung. Also ich wünsche allen den möglichsten Erfolg auf jeden Fall. Ne? So wie ich natürlich auch anderen Familien den größten Erfolg wünsche. Und ja, ein großer Tag heute für uns. A, mit der Camperbrause. Und natürlich hier, wo das Herz noch zählt, so sagt man das. Nein, ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Ja, ich werde mich auf jeden Fall freuen. Ich nehme euch noch auf ein paar Schnittbilder mit und bin dann blau, ne? Das ist ja logisch, ne? Erst die Camperbrause und jetzt das schöne, leckere Bierchen. Auf Brinkhoffs. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Doch wir raufen und vertragen uns, denn hier sind wir daheim.